Erfolgreicher Start einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral zur internationalen Raumstation ISS. An Bord eine russische Kosmonautin, zwei amerikanische und ein japanischer Astronaut. Sie sollen rund 5 Monate an Bord der ISS verbringen und sich dort um zahlreiche wissenschaftliche Experimente kümmern. Ursprünglich war der Start schon für den 3. Oktober geplant, musste aber wegen des Hurrikans Ian verschoben werden. Dass mitten im Ukraine-Krieg auch eine russische Kosmonautin mit einer amerikanischen Rakete ins All fliegt, ist durchaus bemerkenswert. Die Raumfahrt ist einer der wenigen Bereiche, in denen die USA und Russland noch zusammenarbeiten. Vor 2 Wochen war ein US-Astronaut mit 2 russischen Kollegen mit einer Soyuz-Kapsel zur ISS geflogen.